Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swoddy zurück mit Race 07, der nunmehr 30. Folge. Wir sind in der 6. Station, 2. Saisonhälfte unserer STCC-Saison. Heute geht's nach Falkenberg und wir schauen nochmal ganz kurz auf das Gesamtklassement. Momentan nur 8. Platz, 20 Punkte. Zuletzt in Anderstorp 2 Niederlagen, davor in Göteborg 2 Niederlagen und davor immerhin mal ein 2. Platz und ein 9. Das kann es nicht sein. Wir müssen zurück auf die Erfolgsstraße. Sonst ist die Saison für uns gelaufen. 5-0-Nummern in Folge geht nicht. Deswegen greifen wir heute in Falkenberg an. Auf sie mit Gebrüll. Und gucken mal, was bei rumkommt. Die Strecke Falkenbergs Mutterbahner liegt an der Ortschaft Bergagard, nahe der Stadt Falkenberg, und das Ganze natürlich in Schweden. 1967 eröffnet, nachdem man schon vorher ein paar Jahre über einen 4 Kilometer langen Straßenkurs gefahren ist, so wie halt früher üblich. Man fährt über irgendwelche öffentlichen Straßen und fährt da seine Rennen. 1967 das Ganze in einer 1843 Meter langen Streckenvariante eröffnet, also sehr knapp. Die Rundzeiten entsprechend ungefähr eine Dreiviertelminute. 2004 hat man eine Schikane eingebaut am Ende der Start- und Zielgerade, um die Sicherheit etwas zu erhöhen. Die Strecke relativ schnell, aber auch relativ klein. Enorme Zuschauerzahlen, die das Ganze fassen kann, denn es gibt immerhin Tribünenplätze für 1000 Personen. Stellt euch das mal vor, 1000 Leute, die so ein Rennen sehen können. Und bei Großveranstaltungen kriegt man sogar nochmal zusätzliche 1300 Zuschauer unter. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das einfach unkommentiert lasse. Da sind ja mehr beim Fußballspiel vom lokalen Fünftligisten, als es hier der Fall ist. Naja. So. Setup laden. Ich habe da heute ein bisschen rumgedoktort. Und hoffe, dass ich jetzt ein passendes Setup zusammengefunden habe. Ich hoffe, ich komme mit dem Sprit aus. Ich hoffe, ich kriege Punkte. Also, momentan läuft es ja alles nicht ganz so. Wir sehen hier Startplatz 15, nachdem wir das letzte Rennen uns immerhin von der 16 auf die 15 vorgeschoben haben. Es ist grauenvoll. Heute müssen wir auf jeden Fall mal wieder was reißen. Die KI-Stärke nach wie vor 90%. Das hier eben die neu eingeführte Schikane. Da verlieren wir schon seinen ersten Platz und den 2. Aber die kriegen wir gleich wieder, denn in der übernächsten Rechtskurve ist die KI sehr schwach. Ihr seht auch hier, blockieren sie sich alle gegenseitig, blockieren damit auch mich. Und auch in dieser Rechtskurve die KI eher keine Chance. Wir müssen nur eine gute Position kommen, um Schwung auf die Start- und Zielgerade mitnehmen zu können. Ein bisschen durch den Dreck wieseln. Rempel. Ich bin unschuldig. Also ich habe diesmal nichts getan. Und tschüss. Oder auch nicht. Okay, oder auch nicht.
Jetzt vielleicht besser rausbeschleunigen. Ja, auch nicht. Da vorne haben sich wieder irgendwelche Leute lieb. Ich dränge mich mal ganz kurz an diesem BMW vorbei. Ah, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Platz 11 von 15 aus. Na super. Nach drei Runden. Ah. In den beiden Testläufen über jeweils 6 Runden war das einmal von der 24 auf die 14 und einmal von der 14 auf die 1. Damit könnte ich mich anfreunden. Von der 15 auf die 1 wäre nicht verkehrt, zumal wir ja hier insgesamt noch 36,5 Minuten haben. Heute ist einiges drin, wenn die Konzentration oben bleibt, wenn wir nicht unnötige Fehler machen. Wobei Fehler sind eigentlich immer unnötig. Naja. Und wenn die Reifen halten, denn die bauen hier relativ gut ab. Und wenn ich die Rundenzahl korrekt vorberechnet habe. Sonst muss ich nochmal für den Splash unterschreien und das möchte ich mir eigentlich ersparen. Ja, da kommt der Scirocco weit raus. Können wir das nutzen? Das wird sich jetzt zeigen in dieser Kurve. Momentan sieht es gut aus, jawohl. Da sind wir fast in den Punkten. Wer jetzt meint, das Body hat doch wieder an der KI-Schwierigkeit gedreht, nein, die ist nach wie vor bei 90%. Ich weiß nicht, ob mir die Strecke besser liegt, ob ich gerade weniger Fehler mache oder ob die KI hier grundsätzlich schwächer ist. Es gibt ja so Strecken wie zum Beispiel Curitiba, wo die KI einfach nichts auf dem Kasten hat. Ich hoffe einfach mal, dass mir die Strecke momentan ein bisschen besser liegt und das einfach nur in Kombination mit weniger Fehlern dazu führt, dass wir momentan gut vorankommen und dass es nicht einfach daran liegt, dass die KI grottenschlecht ist. Einfach so fürs Ego ist es besser, wenn die erste Variante zutrifft. Wobei wir in Anderstorp auch nicht langsam waren. Also das ist ja nicht der Fall. Wir waren ja schnell genug unterwegs. Es waren nur dummerweise zu viele Fehler dabei. Mensch, ist klar. In beiden Rennen. Oh, die Reifen sehen noch extrem gut aus. 1% nur pro Runde. Bei den Testfahrten waren es jeweils 2% pro Runde. Zu Ende fahren kann ich aber mit dem einen Satz dennoch nicht. Die Führung will er anscheinend nicht hergeben hier.
Irgendwie macht er sich relativ breit hier vorne. Jetzt außenrum? Auch nicht. Schiebe ich ihn eigentlich gerade oder geht's noch? Ja. Da kriege ich von hinten einen mit von dem BMW und rausche dann dem vorderen BMW drauf. Ja, also haben wir nicht gewettet hier, Kollege. Hä? Nee, weg da. Jetzt aus dem Windschatten heraus, rechts dran vorbei. Das wird wieder knapp. Aber ich habe die Innenbahn. Ob mir das weiterhilft? Ja, er ist hinter uns geblieben. Jetzt die Flucht nach vorne antreten. Genauso eine Buckelpiste wie alle anderen Strecken hier in Schweden. Naja, bis auf Göteborg. Göteborg ist eben wie... Naja, wie sonst was. Wie ein Hafenbecken eben sein sollte, oder so ein Hafenbereich, ein Dock. Aber alle anderen Strecken, da geht's rauf, runter, links, rechts, wird einem ja schlecht bei. Das Problem ist halt, dass die Autos dann immer relativ wenig Grip haben, wenn die alle 2 Meter irgendwie aus den Federn kommen. Und das merkt man dann leider. Müsste passen, also 12 Liter nach 10 Minuten ungefähr macht 48 Liter über die Renndistanz, das passt. Je nachdem, wie gut wir vorankommen, könnten wir eigentlich schon in ein paar Runden zum Reifenwechsel kommen und dann einen zweiten Stop machen, aber das ist eigentlich auf dieser Strecke überhaupt nicht nötig. Ich möchte halt immer wieder ein paar Überholmanöver zeigen, denn wenn wir 20 Minuten durch die Gegend fahren, ohne dass irgendwas passiert, ist es ja auch langweilig für alle Beteiligten. Nur unnötige Boxenstopps sind halt auch nicht so das Wahre. Weil ich dann einfach nicht kalkulieren kann, ob ich dann rechtzeitig wieder rauskomme, ob ich gut genug durchs Feld komme. Und ich möchte heute in diesem Rennen endlich mal wieder Punkte mitnehmen. Das ist mir relativ wichtig, um eben in der Meisterschaft nach wie vor noch eine Chance zu haben. Au, 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 au. Da schiebt der Fronttriebler wieder wie die Vorderachse. Ah.
Die Rundenzeiten momentan noch viel zu langsam. In der Trainingssitzung war eine 46,502 das höchste der Gefühle. Da sind wir aber noch eine Sekunde von entfernt. Ich glaube, wir bleiben bei einem Boxenstopp in der 20. Minute ungefähr. Okay, ich sehe es. Ja, der zweite Sektor war gar nicht mal so verkehrt. Ja, der erste Sektor war gut, okay. Der zweite war ein bisschen zu langsam. Was sagen denn die Reifen? 20% hinten links. Okay. Es gibt auf der gesamten Strecke nur zwei Bremszonen, was mich ein bisschen wundert, dass ich dann trotzdem so viel schneller bin als die KI, denn normalerweise gewinne ich die meiste Zeit auf der Bremse. Weil hier vor der Schikane zum Beispiel verliere ich Zeit auf der Bremse. Dafür bremst die KI aber hier in den nachfolgenden Kurven immer noch ein bisschen ab. Auch hier, unnötigerweise, kann man durchrollen lassen. Ja, Kollege, guck doch mal in deine blauen Flaggen, auf deine blauen Flaggen hier. In deinen Rückspiegel, wollte ich sagen. Das hat Zeit gekostet, dieses Überrunden. Da vorne die Kampfgruppe möchte ich noch kriegen, bevor es in die Box geht. Und dann schauen wir mal, wo wir wieder rauskommen. Ich weiß auch nicht, ob die KI nachher in die Box gehen muss oder nicht. Das bleibt auch abzuwarten. Das geht übrigens richtig gut, sich in diesem Curb einzuhaken, in diese Einkurve und dann das Heck rumzubringen. K
kann man sehr schön kontrolliert um die Kurve driften mit dem Frontriegler. Sieht aber auch nur gut aus, macht das Ding nicht unbedingt schneller. Ja, ein bisschen durch den Dreck abgekürzt. Zwei Runden noch, dann geht's in die Box. Also am Ende der nächsten Runde, denke ich, biegen wir ab. Das mit den blauen Flaggen hat die KI irgendwie nicht so ganz verstanden. Dass das heißt, da kommt einer, der will vorbei. Früher in den 70ern, 80ern, glaube ich, in der Formel 1 hieß die blaue Flagge ja auch: Achtung, hinter dir ist ein Schnellerer. Nicht hinter dir ist einer, der dich überrunden möchte, sondern wirklich nur: pass auf, Acht, hinter dir ist einer, der schneller ist. Guck gegebenenfalls mal in deinen Rückspiegel, nicht, dass es zur Kollision kommt. Die wurde also dann auch gezeigt, wenn wirklich ganz normale Überholmanöver um Positionen anstanden. Und wurde, glaube ich, erst in den 90er Jahren dann gewandelt zu der Bedeutung: wenn die blaue Flagge kommt, dann ist hinter dir einer, der dich überrunden möchte. Wir warten noch eine Runde, dann haben wir die Halbzeit durch. Und heutzutage ja besonders für die Hinterbänkler-Teams eine oft gesehene Flagge. Diese blaue. Aber auch für einige andere wird die stellenweise relativ sichtbar. So wie in Monaco, wo ja nur die ersten vier noch in der gemeinsamen Runde waren, der Rest war schon überrundet. Andere Rennen, wo dann auch bis zur sechsten Position alles überrundet war. Normalerweise sehen aber die Top-Leute diese Flagge eher selten. Und früher war das ganz Usus, dass man eben auch als Top-Mann diese Flagge mal zu sehen bekam, weil das einfach nur hieß: hinter dir ist einer, der schneller ist. Ja. So wandeln sich eben auch solche Regeln. Ah, jetzt gibt Gas hier. Komm, eine Sekunde noch. Ihr habt wieder zu lange gebraucht. Nach welchem Reglement dieses Reifenwechseln funktioniert, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Es gibt Rennserien, da dürfen maximal zwei Personen am Auto sein. Das heißt, da rennt dann auch einer durch die Gegend, bringt die Reifen hin und weg. Einer, der mit dem Schlagschrauber ums Auto hüpft und die Reifen dann montiert, oder die Räder. Und das war's. Das könnte hier eventuell der Fall sein, so von der Standzeit her. Dann gibt's andere Serien, wo zwei Teams Reifen montieren dürfen. Und dann gibt es solche Serien wie DTM und Formel 1, wo sie dann in 2 bis 3 Sekunden die Reifen oder die Räder gewechselt haben. Weil alle 4 Räder entsprechend besetzt sind mit jeweils 3 Mann. Einer mit dem Schlagschrauber, einer, der den Reifen hinhält, einer, der den Reifen wegnimmt oder das Rad wegnimmt. Und dazu eben noch die Leute mit dem Lollipop, mit den Wagenhebern und so weiter und so fort. Nur eben in anderen Rennserien sind es dann exakt 2 Leute. Ich glaube auch bei der WEC. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das auch bei der Langstreckenmeisterschaft war. Aber irgendwo ist eben diese Restriktion: du darfst nur genau 2 Leute am Auto haben, die daran arbeiten. Zum Beispiel bei den RDRC GT Masters. Da darfst du überhaupt nichts machen, da wird nur Fahrer gewechselt. Der Reifen muss die komplette Renndistanz von 1 Stunde halten. Und einer darf, glaube ich, rumgehen und Temperaturen prüfen oder Reifendruck prüfen. Zudem eben der Fahrerwechsel, das Ganze sowieso zwischen Ein- und Ausfahrt 1 Minute. Wenn du weniger lang in der Box unterwegs bist,
kriegst du Strafsekunden aufgebummt oder eine Stop and Go, glaube ich. Zumindest eine Durchfahrtsstrafe. Und ja, da darf, wie gesagt, nur einer mal nach dem Luftdruck gucken. Gewechselt wird da nichts, nachgetankt wird da nicht. Aber es gibt eben auch irgendeine Serie. Ich weiß es nicht, welche. Die STCC dürfte ja überhaupt nicht sein. Die dürften gar keine Boxenstopps haben, so wie die WTCC ja auch. Aber bei irgendeiner GT-Serie läuft das so ab, dass da eben wirklich einer ums Auto sprintet und zwei weitere ständig unterwegs sind, um Reifen zu holen oder Räder zu holen und wegzubringen. Aber immer nur zwei Mann in diesem Boxenbereich wirklich aktiv agieren. Was das Ganze für einen Sinn hat, außer vielleicht ein bisschen Kostenersparnis, weil man weniger Personal braucht. Oder vielleicht einfach mehr Fitnesstraining für diejenigen, die beteiligt sind, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden die Boxenstopps dadurch natürlich deutlich länger. Es ist ja nicht nur, dass einer die Arbeit von vieren machen muss, beziehungsweise die Arbeit viermal machen muss, sondern er muss sich ja gleichzeitig ums Auto bewegen, muss aufstehen, muss sich wieder niederknien und so weiter. Das kostet ja auch noch zusätzlich Zeit. Es wird schon seine Gründe haben, dass dem so ist. Früher in der Formel 1 war das ja eh anders. Da gab es entweder gar keine Boxenstopps. Wenn man an die Box kam, war man eigentlich schon so gut wie ausgeschieden. Falls man doch noch Reifen wechseln wollte, dann musste erstmal eine Truppe zusammengetrommelt werden, die dann ganz gemütlich mit Kippe im Schlund und kurze Hose, so nennt sich das Ganze, da rumgeturnt sind und dann eventuell ein Rad gewechselt haben oder auch nicht. Naja, die Zeiten ändern sich, heutzutage alles höchstgradig durchtrainiert. Auch in den 80er Jahren war ja noch ein Boxenstopp in der Formel 1 mit 8 bis 10 Sekunden beanschlagt. Da waren zwar vier Mann an den Rädern, plus jeweils einer, der ein Rad hinhängt und ein Rad wegnimmt, aber es war noch nicht so durchorganisiert, die Schlagschrauber waren noch langsamer und. Dann die glorreiche Zeit der Tankstopps, da ging es ja dann auch so im 8-Sekunden-Bereich durch die Gegend, weil eben noch getankt wurde. Es gab die Zeit, wo die Teams sich, mit Helium oder so die Schlagschrauber befeuert haben, um noch mehr Touren drauf zu kriegen, um so noch eine Mikrosekunde rauszuholen beim Ab- und Dranschrauben. Das waren ganz verrückte Zeiten. Es wurde eingeschränkt. Es gibt jetzt nur noch die Standardschlagschrauber, um eben da in dem Bereich die Kosten niedrig zu halten. Es waren ja letztes oder vorletztes Jahr Rekordstopps um die 2,2, was man auch immer weiter eingedämmt hat. Jetzt sind wir wieder bei 2,7 bis 3 Sekunden, nachdem ja letztes Jahr ein loses Rad durch die Boxengasse gehüpft ist. Ich glaube, von Mark Webbers Auto war das und dann einen Kameramann getroffen hat in der Box, hat man sich ja für mehr Sicherheit ausgesprochen, weswegen jeder, der in der Box unterwegs ist, einen Helm tragen muss und eben auch die Boxenstopps jetzt wieder langsamer durchgeführt werden, denn das haben wir bei Danny Ricciardo gesehen in Malaysia, glaube ich, dieses Jahr. Wenn du jetzt mit einem losen Rad deinen Fahrer losschickst, egal ob was passiert oder nicht, egal ob du es rechtzeitig merkst und ihn wieder zurückholst, wie es im Falle Ricciardo war, du kriegst, ich glaube, eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe und 10 Strafplätze für die nächste Startaufstellung. Und das kann sich keiner mehr erlauben, deswegen sind die Boxenstopps heutzutage wieder langsamer geworden, um mehr Sicherheit walten zu lassen. Aber in der DTM sind die, glaube ich, noch so im knapp über 2 Sekunden Bereich, ne? Geh doch weg da, du Führender, da. Bist doch wieder der Magnussen, oder? Der alte Jan, du. Man sollte nicht zu sehr nach seitlich gucken, sondern nach vorne, ey. Vorne ist Asphalt, weißt du. Musst du gucken auf deine Linie, nicht auf die Wiese. Ja, Magnussen. Oh, zu spät! Entschuldigung! Nichts passiert.
Aber geplant war das definitiv nicht. So, wir liegen also wieder in Führung. Und das, obwohl wir in der Box waren, der Zweitplatzierte noch nicht. Das sieht also ganz gut aus. Wir haben, wenn wir nicht das Auto gleich noch wegwerfen, eine realistische Chance zu gewinnen. Und die möchte ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Denn das würde uns wieder 10 zusätzliche Zähler hinbringen. Das hier lebt ja noch von der alten Punkteverteilung. Auch wenn man grundsätzlich die Gelegenheit hätte, sich eine selbst erstellte Punkteverteilung da einzutragen in diese Meisterschaft. Zwar nicht über das Menü, sondern nur über die entsprechende Datei, in der die Meisterschaft abgelegt wird, wo ich auch mal drin war, um noch die Strecke Anderstorp und Bara, glaube ich, war die zweite hinzuzufügen, die ich noch nachträglich gefunden bekommen habe oder den Hinweis bekommen habe, dass es die noch gibt. Da konnte ich auch grundsätzlich Punktevergabe für die Plätze 1 bis 8 festlegen, hab's aber so gelassen, denn sonst hätte das Ergebnis verfälscht. Wir hatten ja schließlich schon ein paar Rennen. Ja, vielleicht überlege ich mir, macht keinen Sinn. Ich überlege mir, ob ich für die nächste Saison, für die nächste Meisterschaft, diese Punkteverteilung an die aktuelle anpasse, also 25 Punkte für den ersten Platz, 18 für den zweiten und so weiter. Bin mir aber noch nicht sicher, ich glaube, ich bleibe aber einfach bei den 10 Punkten, das macht das Leben einfacher. Und ob ich jetzt bis zum 8. Platz oder bis zum 10. Platz Punkte kriege, ist eigentlich auch egal. Denn entweder kriege ich sowieso keine Punkte, wobei, ich habe 2 neunte Plätze eingefahren letzter Zeit. Das wären schon mal 4 Punkte gewesen. Nee, wir bleiben bei dem klassischen Modell. Das passt schon. Tok, tok. Bremst doch noch mehr ab, Mann. Die blauen Flaggen sollten ja echt mal ein bisschen deutlicher geschwenkt werden. Was mir gerade auffällt, wir haben das Rennen bisher 31 Minuten lang ohne Aufhängungsschaden überstanden. Das ist ein neuer Rekord, glaube ich. Also die letzten Rennen war immer irgendwo ein Aufhängungsdefekt. Sei es durch Kollision mit einer Wand oder durch Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Dieses Mal hält die Aufhängung, was sie verspricht, und das ist doch auch schon mal ein Fortschritt. Wenn wir zudem diesen ersten Platz in den letzten 8 Minuten nicht mehr hergeben, haben einen ordentlichen Schritt in die richtige Richtung getan. Die Tabellenführung können wir nicht übernehmen, auch wenn wir im nächsten Rennen siegen, denn wir haben 34 Punkte Rückstand, maximal 20 sind an diesem Rennwochenende möglich. Ja, trotzdem, statt 34 Punkten dann 14 Punkte Rückstand zu haben, ist doch schon mal ein Wort, wenn wir das denn so schaffen. Die werden hier mal so langsam, weil sie abbiegen wollen, so. Aber dass sie so langsam werden müssen, ich verstehe das nicht. Es wird gerade ein bisschen bevölkert hier. Die blauen Flaggen interessieren die Jungs nicht.
Habe ich gerade mal auf die Zwischenzeit geschaut und schwupps bremst er vor mir. Auf einer Stelle, wo kein Mensch bremst, weil es einfach geradeaus geht, Vollgas. Die Aufhängung ist aber immer noch ganz. Noch ist er ganz. 6 Minuten muss er noch halten. Der Abstand nach hinten wird irgendwie aufgrund der ganzen Überrundungsmanöver hier nicht unbedingt größer. Das ist wieder so ein fieser Hügel da. Wenn du da die Linie nicht triffst oder ein kleines bisschen zu schnell bist, dann hast du ein richtiges Problem, dein Auto wieder einzufangen. Weil es einfach so gut wie in der Luft ist. Zumindest extrem weit ausfedert. Juhu. Ist das wieder Papa Magnussen oder gibt es noch andere Bauhaus-Chevys, die mir im Weg stehen? Nee, ist Papa Magnussen. Okay. Juhu.
zwei Runden noch, also vorletzte Runde jetzt. Der Vorsprung auf den zweiten ist jetzt auch bei einer, naja, vernünftigen Größe. 26 Sekunden. 27. Das passt. Das ist gut. Und die Aufhängung hält. Ist das nicht toll? Das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich mit einer intakten Aufhängung ins Park für mich rolle. Juhu! Das ist Balsam für die Seele, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Sieg war wichtig, besonders im Hinblick auf die Meisterschaft, aber auch in Sachen Ego, denn ich habe es ja vorhin erwähnt, 5-mal in Folge ohne einen einzigen Punkt. Das kratzt gewaltig am Ego. Ja, aber das lief eigentlich soweit ganz zufriedenstellend. Dann kann man auch schon mal frohen Mutes auf das nächste Rennen blicken. Also auf den nächsten Lauf hier in Falkenberg. Ich möchte mir nochmal ganz kurz die Bestzeiten anschauen. Hier bis zum 5. Platz, alles über 100. So gehört sich das. Die Bestzeit 47,1 gegenüber. Was ist denn hier das Beste? 48,4. Jo, das wird es ungefähr so gewesen sein, 48,4. Jo, dies passt schon. Läuft, ne? Ne, also, fand ich gut. Das ist wirklich Balsam für die Seele. Gibt neuen Mut, dass man eventuell doch noch Chancen hat, am Ende der Saison schwedischer Tourenwagenmeister zu werden. Wir arbeiten dran, auch wenn wir hier als Deutscher durch die Gegend tingeln, im Feld von Schweden und Dänen. Wir arbeiten dran und hoffen einfach aufs Beste. Das zweite Rennen sollte ähnlich gut verlaufen. Ich drücke mir selber die Daumen und ich hoffe ihr auch ein bisschen. Ja, und es würde mich natürlich freuen, wenn euch das Rennen gefallen hat. Schließlich hatten wir ein paar schöne Überholmanöver, haben uns ein paar Mal nach vorne gekämpft, von der 14 aus, 15 aus, irgendwie sowas. Einmal nach dem Stop und einmal am Start. Haben wirklich schöne Überholmanöver gesehen, tolle Aufholjagden. Und ich denke, es war insgesamt ein gelungenes Rennen. Und wenn ihr das auch so seht, dann bitte den Daumen nach oben. Und gerne könnt ihr den Kanal abonnieren, sollte es noch nicht passiert sein. Und würde mich auch, also nicht stören, ne? Würde mich schon ein wenig freuen eigentlich, wenn ihr mich vielleicht noch irgendwie weiterempfehlen würdet. Einem eurer Freunde, Kollegen, Facebook-Bekannten oder wie auch immer. Also zögert nicht, den Link zu meinem Kanal mal weiterzureichen. Und natürlich würde ich mich auch extrem freuen, wenn ich euch in einem der nächsten Videos und besonders im nächsten Rennen hier in Race 07 wieder begrüßen dürfte. Bis dahin, macht's gut, euer Swoddy.